Was wollen wir uns zuerst angucken? Also, wir haben jetzt hier mehrere Videos, die YouTuber, die jetzt erstmal krass abgestürzt sind. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, weil ich gespannt bin, wer alles so überkrass abgestürzt ist. 9 Minuten. QNTV bietet wieder Content, um 10.000 Werbungen zu schalten. Bam! Jo, Freunde der Flugzeuge, die in der Luft plötzlich keinen Treibstoff mehr haben und deswegen auf den Boden krachen. Ich habe ja letztes... Vermisst du die Zeiten, wo du Hype hattest? Ja, nö, eigentlich vermisse ich die Zeiten nicht, aber wenn ich einen Hype hätte, wäre es natürlich auch cool, ne? Ich meine, es macht Spaß mit dem Hype. Dann kannst du halt theoretisch hochladen, was du willst, die Leute feiern das und dein Kanal geht mega ab. Also einen Hype hätte ich jetzt schon ganz gern, aber ey, ich vermisse den nicht. Also ich traue der Zeit jetzt nicht hinterher. Ich finde, so wie es läuft, ist der Zeit sowieso ganz gut, ne? Ich mache momentan viele Plus-Abos, ich mache der Zeit fast jeden Tag bis jeden zweiten Tag 100 Abos. Kann ich mich gar nicht weiter beschweren und von daher läuft eigentlich alles, ne? Seit momentan wegen Umzug ist ein bisschen stressig, weil ich das ganze Wochenende immer verplant bin. Ich keine Videos machen kann, ich keine Streams machen kann. Ist dahingehend ein bisschen schwierig, deswegen versuche ich jetzt unter der Woche ein paar Videos mehr zu machen, damit ich das vorproduzieren kann. Ansonsten versuche ich durchzuziehen und sobald es mal ein Thema gibt, wo man sagt, Alter, ja, da lohnt sich es komplett ein Video zu machen, mache ich das auch. Ich habe vorletztes Jahr mal angefangen, so ein kleines Unterformat von den Kuchen Talks rauszuballern und zwar 3 abgestürzte YouTuber. Jetzt... Warum wollt ihr mich eigentlich so viel wie der Cola trinken lassen? Das ist Diabetes pur, wollte ich bloß mal sagen. Zeige ich euch 3 YouTuber, deren Kanäle halt einfach nicht mehr laufen und mache mich ein bisschen drüber lustig. Und dadurch, dass es bei mir jetzt gerade wieder richtig gut läuft, kann ich mich auch wieder drüber lustig machen. Er macht momentan mit seinem Hauptkanal über 10.000 Dollar. Hat er auf Instagram gezeigt, über 10.000 Dollar mit dem Hauptkanal. Und dann hat er ja noch Placements, dann läuft er noch seinen Zweitkanal. Der macht mit seinem Zweitkanal 6.000 Dollar, würde ich sagen, momentan im Monat. Mit seinem Hauptkanal 10.000 Dollar. Er macht ja noch Placements. Junge! Was will mir Tim momentan sagen? Will er mich komplett verarschen? Ein Glück. Eine Person, die damals unfassbar gehypt, aber gleichzeitig auch mega kritisiert wurde, ist der gute alte Herr Tutorial, meine Freunde. Oh Mann, Sami Slimani, hat er damals sehr viele Beauty- und Hair-Tutorials hochgeladen. Zum Beispiel eines seiner ältesten Videos, was noch online ist, vor 10 Jahren. How to Justin Bieber Hairstyling in Minutes. Lustigerweise war die Frisur am Ende halt fast genau die gleiche wie am Anfang, also einen wirklichen Unterschied sehe ich da jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Auch geil ist, dass der Titel zwar komplett in Englisch ist, aber das komplette Video auf Deutsch. So kann man die Leute natürlich auch clickbaitmäßig auf seinen Kanal ziehen. Hey, Sami Salami war damals auch einer, also es war eine große Legende und für mich auch immer eine Inspiration. Trotzdem, ey, der ist trotzdem noch relativ bekannt irgendwie. Also ich weiß auch nicht, irgendwas macht der und ich glaube, der ist auch relativ erfolgreich. Aber ich habe keine Ahnung, was der macht. Also von daher, mich würde es mal interessieren, was QNTV noch dazu zu sagen hat. Und das vor 10 Jahren. Der Typ hat's erfunden. Herr Tutorial wurde halt schon damals wegen verschiedenen Dingen in der Community immer mal so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr kritisiert. Auf der einen Seite, weil man halt direkt gemerkt hat, dass es ihm wirklich nur um die Reichweite geht. Beispielsweise gab es ganz früher auf YouTube noch auf der Startseite die verschiedenen Kategorien, also zum Beispiel das beste Video von Bildung, Unterhaltung, Comedy und was es nicht noch so alles gab. Herr Tutorial hat sich damals halt schon gedacht, wenn ich meine Videos unter Bildung hochlade, weil Bildung war damals auf YouTube noch nicht so hoch, na gut, ich glaube, wenn ich die heutigen Videos so sehe, dann ist es immer noch nicht so weit oben. So hatte er quasi immer kostenlos ein Video auf der Startseite, obwohl das halt nichts mit Bildung zu tun hatte, einfach nur um mehr Reichweite zu bekommen. Tja, doof für die ganzen Kanäle, die tatsächlich Videos zum Punkt Bildung gemacht haben und die nie auf die Startseite gekommen sind. Man muss übrigens auch hier sagen, dass das... Jetzt aber erfolgreiches Denken. Ich möchte mein Leben fortschreitend lenken, also hilf mir mit deinem erfolgreichen Denken. Hat er durchgespielt, wenn er Sachen in die Kategorie Bildung einordnet. Wilde Sache. Sollte ich übrigens auch mal machen. Meine Videos unter Bildung einstufen. Da gibt es ja jetzt nicht so extrem viele Videos bei Bildung. Was jetzt vielleicht extreme Reichweite hat, dann könnte ich vielleicht, dann könnte ich tatsächlich Erfolg haben. Ja, das halt eigentlich schon damals verboten war. Aber YouTube wäre natürlich nicht YouTube, wenn die Regeln, die sie selber aufstellen, ihnen auch schon immer vollkommen egal gewesen wären. Dann kam aber noch ein unfassbar dämlicher Punkt dazu, wo ich mich auch, ja, so ein bisschen, zumindest vor 10 Jahren, halt noch dazu zählen musste. Der Typ wirkte einfach mega homosexuell. Gründe, weswegen man vor 10 Jahren gehatet worden ist. Er ist halt ein Mann, der auf sein Äußerliches achtet. Er entfernt zum Beispiel Pickel, kümmert sich um seine Haut oder sitzt stundenlang vor den Spiegel und macht seine Haare wie Justin Bieber, die danach aber genauso aussehen. Ungefähr so hier halt quasi. Oh mein Gott, es fühlt sich so unglaublich an, wenn ihr das auf eure Skin auftragt. Ja, das ist mega exciting. Da war der Community natürlich von Anfang an klar. Der Typ kümmert sich um sein Äußeres, anstatt verpickelt und verschwitzt rumzulaufen wie richtige Männer. Aber jetzt mal ganz, also, er ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber ich dachte auch immer, dass Sami Salami schwul ist. Das ist schon so, so wie er das macht, wisst ihr, so dieses, so Augen... Braun zupfen, aber wie? Auch so Schmink? Er hat sich doch, glaube ich, auch selber geschminkt, oder? Da dachte ich mir auch, ich meine, ich habe damit kein Problem, aber das dachte ich mir auch so. Das ist schwul.
Erstmal seine Mutter beleidigen. Ich verstehe natürlich schon, dass diese Videos halt nicht jeden unterhalten haben, gar keine Frage. Aber ich finde ihn wegen sowas zu haten halt schon relativ komisch. Ich habe ihn damals zum Beispiel auch nicht gemocht, weil seine Art einfach so komplett aufgesetzt gewirkt hat. Ich meine, du kannst mir doch nicht sagen, dass der Typ wirklich die ganze Zeit so happy ist beim Haare stylen. Ich meine, bei mir sieht das ungefähr jedes Mal so aus. Okay, meine Haare stylen, komm, das kriege ich hin. Also, wir machen hier so, damit die ein bisschen Volumen kriegen. Da ist irgendwie kein Volumen, Digga. Hallo? Stehen die auch mal oder so? Junge, Mann! Er macht's einmal kaputt. Das macht mich richtig aggressiv, wie man mit seinen Sachen umgeht. Bei mir sieht es übrigens so aus, ich habe meine Haare, also wenn ich jetzt so geduscht habe, ich hatte meine Haare, die hängen einfach so nach unten. Dann nehme ich so einen Klecks Wachs, so Haarwachs, Gel, wisst ihr? Dann reibe ich das kurz in die Hände und dann in die Haare und dann sind die Haare nach drüben. So, ich war gerade eben im Pool. Das hier ist fast nur Wasser, was ich gerade in den Haaren habe, aber das war's. Also das ist bei mir auch eine Sache von 30 Sekunden, dann sind meine Haare fertig, ne? Scheiß Dreckshaare, fickt euch, Mann! Bock drauf. Aber ich meine, ganz ehrlich, rückblickend kann ich dazu einfach nur sagen, naja, dann achtet der halt auf sein Aussehen. Also ich meine, der hat dadurch wahrscheinlich mehr Weiber gebankt, als jeder, der sich damals drüber beschwert hat. Ich hatte damals übrigens so ein mega krasses Cringe-Format, Ich bin der Bessere hieß das, und da habe ich auch mal eine Folge über Hair-Tutorial gemacht. Und war ich damals nicht lustig, meine Freunde? Als erstes habe ich was für euch vorbereitet. Ege, du hast keine Glatze, du hast volles Haar. Und zwar Zahnpasta, das ist von Odolmed 3 Milchzahn, für die Milchzähne ist das, weil da ist nämlich Milch drin, daher kommt das nämlich, und davon nehmen wir einfach so ein bisschen was. Das riecht doch schon so richtig Zahnpasta, das ist so geil. Das verreiben wir jetzt einfach und dann, ja, das benutzen wir dann hier einfach alles in die Haare, und wie wir sehen, die Haare stehen total gut. Also Jungs, macht euch Zahnpasta in die Haare. Herr Tutorial hatte dann sogar vor 5 Jahren nochmal eine Phase, wo sein Kanal wirklich mega gut lief. Alle Videos, die von dieser Zeit noch on sind, haben halt 1 Million Aufrufe oder sind knapp davor. Kann natürlich auch sein, dass er den Rest einfach gelöscht hat, was nicht ankommt, hat auch nie existiert. Ich sage euch, man kann zum Beispiel QNTV Videos von früher sind nicht nur legendär, sondern halt auch mega, mega cringe. So muss es sein, Leute. Wie bei Social Blade sehen, dass er 2017 170 Millionen Klicks gelöscht hat. Ansonsten hat er halt immer mal wieder mehr oder weniger. Also er hat mehr Klicks gelöscht. Er hat 10-mal so viel Klicks gelöscht, wie ich überhaupt mit meinem Kanal jemals erzielt habe. Ich habe 16 Millionen Klicks. Und er hat 170 Millionen Klicks gelöscht, läuft. Aktiv Videos gedreht. Er macht heutzutage halt so diese Standard-Lifestyle-Videos, die halt gefühlt jeder macht. Er ist in dieser Zeit sogar nach Dubai gezogen, meine Freunde. Auch heutzutage lädt er immer noch relativ aktiv Videos hoch. Mal kommen ein paar Monate keine Videos, dann plötzlich lädt er wieder ein paar hoch. Hä, wo ist denn das aktiv, Bruder? Aktiv Videos hoch. Mal kommen. Wo ist denn das aktiv? Der hat jetzt in den letzten 7 Monaten 6 Videos hochgeladen. Ja gut, also ich meine, wenn das aktiv ist, dann kann man machen. Auf jeden Fall. Ein paar Monate keine Videos, dann plötzlich lädt er wieder ein paar hoch. Aber so ultra aktiv, dass er jetzt 3, 4, 5, 6 Videos in der Woche hochlädt, das sucht man bei Herr Tutorial vergeblich. Die Klickzahlen sind dabei halt auch in Ordnung. Ich sag mal halt so pro Video um die 100.000, manchmal ein bisschen mehr. Ja. Das ist für die Inaktivität halt komplett in Ordnung. Auf Instagram steht darüber hinaus, dass der Founder von Another Level Marketing ist, also eine Marketingfirma, die sogar mehrere Standorte hat, sogar international lustigerweise. Och Bruder, ich könnte ein bisschen Marketing vertragen. Ob er noch irgendwas anderes macht, außer diese Marketingfirma und ein bisschen YouTube, habe ich halt leider nicht herausgefunden. Man kann hier aber auf jeden Fall sagen, dass wir hier eine Person haben, die durch YouTube halt ihren anfänglichen Erfolg gehabt hat, aber sich dann tatsächlich was anderes aufbauen konnte, womit er halt augenscheinlich auch Erfolg hat. Und dafür auf jeden Fall dicken Respekt, das schafft nicht jeder. Übrigens habe ich hier auch herausgefunden, dass seine Schwester anscheinend Krebs hat. An dieser Stelle auf jeden Fall viel Kraft, viel Gesundheit und ich hoffe, dass du den Krebs besiegst. Was, sie hat Krebs? Ist das diese Isa, wie heißt denn die? Aber der hat bestimmt mehrere Geschwister, ich weiß jetzt nicht, ob es die Schwester überhaupt ist. Der zweite YouTuber, wo man sich heute nur so denkt, ach lol, den gab's ja mal, ist der gute alte Emra, meine Freunde. Wobei der halt einigen Leuten noch was sagen sollte, vor allem, wenn man halt die Kelly Mrs. Vlog Videos guckt. Übrigens kann ich Emra wirklich, also ich kann mir die Videos von dem nicht angucken, weil der einfach für mich, ich komme auf den auch gar nicht drauf klar, für mich der so komisch. Ich weiß nicht. Also den gucke ich mal nicht freiwillig an, der ist so ein bisschen zu dumm. Allerdings kenne ich niemanden, der Kelly Mrs. Vlog Videos guckt. Eigentlich gucken alle mal nur ihre OnlyFans-Fotos an, ne? Junge, was hatte unser YouTube-Model bitte für einen ultra krassen Hype? Mit seinen Lifehacks, die er vor über 5 Jahren gemacht hat, hat er sich einfach in das Herz der YouTube-Zuschauer geschossen. Seine meistgeklicktesten Videos haben allesamt über 5 Millionen Aufrufe. Junge, das ist krank. Aber wie gestört halt doch einfach die Bewertungen sind. Zuschauer geschossen. Seine meistgeklicktesten... Alter, wirklich,
Der hat so viele Videos, die immer über mehrere Millionen Aufrufe bekommen haben. Das ist echt so krank. Junge, 8,8 Millionen Aufrufe für 10 coole Pizza-Hacks. 8 coole Wassermelonen-Lifehacks. Das hier habe ich mir damals auch angeguckt, das mit diesen Kartoffelspießen. Was habe ich mir noch angeguckt? Videos haben allesamt über 5 Millionen Aufrufe. Insgesamt konnte er sich hier so ganz locker flockig eine Fanbase von 2,33 Millionen Abonnenten aufbauen. Das Geile bei Lifehacks ist ja eigentlich auch, dass man das sieht, man denkt sich so, boah krass Digga, das muss ich auch machen, aber dann macht man das halt einfach nie. Das ist halt genau das gleiche wie mit Fingertips oder Art Attack. Man hat was gesehen, dachte so, boah Digga, das baue ich nach, aber dann hatte man halt nie diesen komischen Bastelkleber. Findet ihr eigentlich auch, dass Emre auf diesem Foto hier so ein bisschen aussieht wie die Leute vom Grinch-Film? Ich meine, diese kleine Stupsnase, die so ein bisschen nach oben geht. Und dieses niedliche Gesicht, Digga, hundertprozentig, ihr habt alle keine Ahnung. Auch Emre hat sich irgendwann gedacht, das dicke YouTube-Money, nee Digga, das brauche ich nicht mehr. Und hat aufgehört, aktiv Videos hochzuladen. Er lädt zwar immer mal wieder was hoch, aber wirklich aktiv kann man das halt nicht mehr nennen. Das letzte Video, was er hochgeladen hat, war vor ungefähr einer Woche. Sogar ein Lifehack-Video über das Thema Eis. Hat dann allerdings auch nur 65.000 Aufrufe bekommen. Autsch, das tut... Alter, 67.000? Warte mal ganz kurz. Ey, what the fuck, was ist denn da los? Ich würde auch sagen... Der Typ hat sich ja auch, ich weiß auch nicht, ich finde ihn auch nicht krass oder so. Nicht mal 100.000 Aufrufe hier. Das hier hat auch keine 100.000 Aufrufe. Und der ist relativ aktiv, wenn man das so sagen kann, jede Woche ein Video. Und dann vor 3 Monaten, gut, geht, so krass aktiv ist jetzt auch nicht, aber heftig. Er hat es echt ganz schön, also... Schon ganz schön verkackt, ne? Tut auf jeden Fall weh. Vor allem, warum geht das Video eigentlich 10 Minuten 1? Hast du es nicht mitbekommen? 8 Minuten reichen doch jetzt. Seine Videos kommen halt auch generell komplett unterschiedlich an. Einige Werke haben 100.000 Aufrufe, das davor irgendwie 400.000. Also das checke ich auch nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Was er noch so macht, außer Kelly Mrs. Vlog zu schlafen, das weiß ich allerdings auch nicht. Denn weder auf Instagram noch auf irgendeiner anderen Plattform kriegt man dazu irgendwelche Informationen. Der dritte YouTuber dieser Liste ist, ich muss ihn natürlich einfach nehmen, Abdel. Bruder, wie kann man sein, kann in wenigen Tagen so heftig kaputt machen? Also ich habe noch nie jemand gesehen, der so viele Cutting-Fehler hintereinander gemacht hat. Ach nee, Update. Warte, hört euch das jetzt mal an. Und dann beschwert sich QNV, wenn ich mal mich aussehen, wenn ich da einen Fehler reinmache. Guck mal, wie er schneidet. Guckt euch das mal an. Bruder, wie kann man sein, kann in wenigen Tagen so heftig kaputt machen? Wie kann man sein Video innerhalb von so wenigen Sekunden so kaputt machen? War der neue Stern am YouTube-Himmel. Naja, okay, so krass war es jetzt eigentlich auch nicht. Auf jeden Fall war er damals mit den Leuten von Apecrime befreundet, also Jan und Cengiz. Und nach der Trennung von Apecrime hat ja jeder so sein eigenes Ding gemacht. Und Abdel hat dann gemeinsam mit Jan und Cengiz die ganze Zeit Videos gedreht. Er ist halt wirklich extrem nach oben gegangen. Wenn man einfach mal bei Social Blade so guckt, dann hat er innerhalb von 3 Monaten einfach um die 60.000 Abonnenten gemacht. Und seine Klicks sind halt von wenigen 100.000. Aber verstehe ich auch gar nicht, warum der so viele Abos macht, weil der war mir schon immer mega unsympathisch. Und auf einmal, der macht 60.000 Abos. Nee, der hier steht aber nirgendwo was mit 60.000. Ach, in mehreren Monaten sozusagen. Ja, aber über 20.000 Abos hier. Knapp 30.000. Und das dieses Jahr. 1.000 auf 2 bis zu 3 Millionen im Monat gestiegen. Tja, aber dann kam halt der Streit in Madeira. Abdel und Tanzverbot waren nämlich noch nie so richtig gute Freunde. Abdel wollte Tanzverbot dann vor einem Club in Madeira zum Geburtstag gratulieren. Das Ganze ist eskaliert und am Ende hat Abdel Tanzverbot vorgeworfen, so rassistische Aussagen wie Kanackenschwein und sowas veröffentlicht zu haben. Allerdings kam dann wohl am Ende raus, dass das vielleicht doch alles nicht so ganz stimmt und Abdel vielleicht so ein bisschen übertrieben hat. Ja, und da hat dann Young und Cheng das halt auch gesagt, yo Bro, Digga, das ist nicht so gut, was du hier gemacht hast, weil damit schadest du uns, was man auch irgendwo verstehen kann, weil die leben ja einfach von YouTube. Das Ende vom Lied ist auf jeden Fall, dass Tanzverbot und Unge eine unfassbare Liebesgeschichte hatten und Abdel, der war irgendwie komplett aus der Gruppe raus. Der war ja nicht nur bei Tanzverbot draußen, bei Unge, der war ja auch bei komplett Apecrime einfach raus, also halt bei André. Junge, der hat's übel verkackt, also irgendwie, Abdel hat's wirklich dadurch richtig krass verkackt, also wirklich auf einer ganz anderen Art und Weise. Also wirklich, wirklich verkackt. So auf einer, also ich habe noch niemanden gesehen, der danach so schnell so einen übelsten Absturz hingelegt hat. Also aber da merkst du halt, dass dieser Kanal sich nur durch Apecrime ja irgendwie am Laufen halten konnte. Das ist er dreht jetzt halt weder Videos mit Jan und Cengiz, sondern mit André. Also das ist halt maximal ein Trostpreis, ne? Außerdem ist sein Kanal seit Januar, Februar 2020 einfach komplett eingebrochen. Ist ja nicht so, dass das Jahr 2020 für uns alle sowieso schon schlimm genug ist, aber für Abdel ist es ja wirklich eine komplette Katastrophe. Er hat seitdem einfach 24.000 Abonnenten verloren und seine Klicks sind von 3 Millionen im Monat auf 100.000 gesunken. Na gut. Was? Auf 100.000? Der hat einen Kanal mit knapp 500.000 Abonnenten.
120.000. Ich mache doppelt so viele Aufrufe wie er. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Der hatte hier 3 Millionen Aufrufe. Er hatte den Streit. Achtung. Es geht runter auf 1,5. Es geht runter auf 430.000 Aufrufe. Es geht runter auf 300.000. Jetzt noch auf 100.000. Der macht für ein Video... Ey, der macht ja weniger Klicks als ich einfach. Der macht einfach weniger Klicks als ich. Und guck mal die Bewertungen an. Überall mehr Dislikes als Likes. Also das ist ja schon geisteskrank. Der hat nicht ein Video hier, wo er mehr Likes als Dislikes hat. Nicht eins. Hier, hier, das ist das Einzige. Da hat er mit André was gemacht. Junge, wie wild. Das könnte schlimmer sein. Bist du aus dem Osten? Ja, ich komme aus dem Osten. Das könnten ja auch nur 90.000 sein. Also bleib erstmal ruhig und mach weiter. Seine Videos haben dazu einfach ein unfassbar schlechtes Like-Dislike-Verhältnis. Bruder, das... Also, ich komme darauf einfach nicht klar. Dieser ganze Ding war halt vor 6 Monaten. Im Internet ist es ja normalerweise auch so, dass nach einigen Tagen schon keine Schraube mehr locker ist. Bei Abdel allerdings, ja, ist das nach 6 Monaten immer noch so. Seine Videos haben halt ein Like-Verhältnis von ungefähr 45%. Mal abgesehen davon, dass die Klicks halt immer noch komplett weg sind. Der Typ hat halt einfach eine gute YouTube-Karriere mit richtig viel Geld, Bitches und Freunden auf einem Silbertablett bekommen und hat das einfach Tanzverbot in die Fresse schlagen wollen, hat nicht getroffen und hat sich das dann selber ins Gesicht gehauen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall ist Abdel halt wirklich, glaube ich, der YouTuber, der 2020 einfach am meisten abgestürzt ist. Tut einem fast schon leid, wenn es nicht irgendwo lustig wäre. Was sagt ihr dazu? Ey, gutes Video auf jeden Fall. Ich muss aber auch sagen, Abdel hat für mich auch den absoluten Absturz hingelegt. Da, also mir tut es schon mittlerweile leid, weil ich meine, der konnte eigentlich von... Na gut, der hat ja gesagt, der hat ja noch einen Beruf, aber der hätte halt von YouTube locker leben können. Hätte er weiter so 3 Millionen Aufrufe gemacht, aber so ist halt, ja... So ist halt schwierig, würde ich sagen. Na gut.